Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Pokémon Silber. Wie ihr seht, bin ich schon ein Stückchen weitergegangen und zwar wieder zurück nach Dukatia City, denn hier hatten wir Togepi doch tatsächlich in der Pension gelassen. Allerdings das nächste Problem, es hat so viele Level erreicht, dass unser Geld nicht ausreicht, um es uns zurückzuholen. Wunderbar, würde ich sagen, wunderbar. Und deswegen gehen wir jetzt mal in einen Markt, naja, in dieses große Einkaufszentrum eher und suchen dann was zum Verkaufen. So, irgendwas Kleines werden wir haben. Ich weiß allerdings gar nicht mehr. Moment, Verkauf, so. Weiß gar nicht mehr genau, wie viel wir tatsächlich brauchten. Wie viel bringen die? 100. Nee, das ist jetzt nicht so viel. Die Bären sowieso nicht. Beleber, Supertrank, Antiparbeere, Beere. Guck mal, diese Antiparbeere, ne? Das, wenn dann Doppel-A wäre. Ui. Ui, ui, ui. Ein Kondom. Ach, wisst ihr was? Den Hyperball brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den verkaufen wir einfach mal. Reicht das? Ja. Wunderbar. Und ich glaube, das reicht auch insgesamt schon. Ups. Okay. Ah. Falsche Taste. Deswegen, ich bin gerade auf die Speed-Taste scheinbar gekommen. Die scheint hier oben irgendwo zu sein. Ah, hier war sie. Ach ja, Mensch. Ich bin total durcheinander, weil ich Pokémon schon lange nicht mehr aufgenommen habe. Dafür The Legend of Zelda und da benutze ich eine andere Steuerung und deswegen war ich gerade sehr verwirrt. Wir sind genial, oder? Möchtest du dein Togepi sehen? Ja. Dein Togepi ist groß geworden. Es ist um 16 Level gestiegen. Wenn du dein Pokémon zurückhaben möchtest, kostet dich das 1700. Jupp. Was? Ich habe nicht genügend Geld? Ach Mensch, diese doofe Steuerung. Oh nein, 50 mickrige Pokédollar oder was? 50 mickrige Pokédollar? Das ist doch nicht euer Ernst, ihr seid so knauserig, ne? So fucking knauserig, ey. Ah, wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Okay, verkaufen wir halt noch irgendeine Kleinigkeit, ein Pokéball. Selbst der würde uns mehr bringen, als wir eigentlich brauchen. Ah, Leute. Super Einstieg in eine verpeilte Aufnahme. Ja, was verkaufen wir denn am besten? Das Tafelwasser, was wir uns verkauft haben. Hyperheiler. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Hiervon auch nichts. Okay, dann verkaufen wir einfach diesen Hyperheiler. Ja, ich zahle 300. Reicht das? Jo, reicht. Reicht. Reicht locker. Es sei denn, Toggle. Na. No. Weil. Ich habe jetzt hier die Steuerung, also links, rechts, hoch, runter, auf den Pfeiltasten. Und bei The Legend of Zelda habe ich es auf WASD. Und auf D ist scheinbar die Speed-Taste. Okay. Wir sind genial. Möchtest du dein Togepi sehen? Natürlich, es ist groß geworden und ist immer noch um 16 Level gestiegen. Wenn du es zurückhaben möchtest, kostet dich das 1700. Perfekt, hier ist dein Pokémon. Komm wieder. Ja, gerne. Irgendwann. Irgendwann mal. Wow, Togepi gehört jetzt zu unseren stärksten Pokémon. Level 21 tatsächlich. Metronom kann es immerhin. Könnte sich also mit viel Glück schon wehren. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, danke dafür. Incognito wird ja ähnlich viele Level erreicht haben, schätze ich. Und wir fahren jetzt zurück zu Professor Lind. Der gibt uns dann hoffentlich irgendwas und es war nicht ganz umsonst. Ja. Leider habe ich es verpeilt, am Donnerstag oder Dienstag, je nachdem wann ich Zeit hatte, am Käferturnier teilzunehmen. Habe ich nicht dran gedacht. Fiel mir erst um 1 Uhr irgendwas ein und da war schon der nächste Tag. Naja, da war es zu spät. Und heute ist Montag, Ostermontag. Und ja, deswegen kann ich auch heute nicht am Käferturnier teilnehmen. Also theoretisch morgen
Oh, das Zerschneider. Ah ne, hier war Mogelbaum, ja, stimmt. Ah, ich dachte gerade, da wäre so ein Bäumchen, was man zerschneiden kann. Moment, wo kommt man eigentlich lang, wenn wir hier... Ah ne, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Wir kommen da unten unter Viola City, oder? Raus. Hier unten. Stimmt das? Ja. Okay, wäre also keine so mega coole Abkürzung. Ja. Weiter geht's. Wir sind auf dem Weg, Professor Lind. Jetzt musste ich gerade überlegen, wie der Professor heißt. Mensch, Leute, das... manchmal ist ein Let's Play echt nicht leicht. Und ich habe schon eine ganze Weile nichts mehr aufgenommen, weil ich halt bei meiner Familie war, über Ostern, bei meiner Freundin war. Und ja, ne. Wie war denn euer Ostern so? Was haltet ihr überhaupt allgemein von Ostern? Ich mag eigentlich so eine Feiertage, Ostern, Weihnachten und so weiter nicht. Immer so eine Anlässe, jemandem was zu schenken. Man soll doch was schenken, wenn man es will. Wenn man jemandem etwas schenken möchte und nicht, oh, guck mal, schon wieder Weihnachten. Wir bräuchten dann noch ein Geschenk. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Ja, vielleicht gefällt ihm das, kaufen wir ihm das einfach mal für 50 Euro. Gefällt es einem dann? Nope. Warum kauft man nicht irgendwas, worüber sich der andere auch freut und dann, wenn es das gibt und nicht immer erst zu Weihnachten oder so. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. Gut. Elkio, du siehst großartig aus. Was? Dieses Pokémon? Es ist aus dem Ei geschlüpft? Also schlüpfen alle Pokémon aus Eiern? Nein, vermutlich trifft das nicht auf alle Pokémon zu. Es wartet wohl noch jede Menge Forschungsarbeit auf uns. Danke, Elkio. Du hilfst uns beim Aufklären vieler Pokémon-Mysterien. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Wertschätzung. Den Ewigstein. Steckt Ewigstein in Itemtasche. Das ist ein Ewigstein. Einige Pokémon entwickeln sich weiter, wenn sie einen bestimmten Level erreichen. Ein Pokémon, das den Ewigstein trägt, wird sich aber nicht entwickeln. Gib ihn einem Pokémon, das sich nicht weiterentwickeln soll. Haben wir da irgendwas? Du entwickelst dich ohnehin nicht weiter, du entwickelst dich ohnehin nicht weiter, du sollst dich weiterentwickeln. Du entwickelst dich erst spät weiter. Und Togepi werden wir wahrscheinlich nicht trainieren. Jedenfalls mag ich das jetzt nicht so. Es kamen jetzt zuletzt einige Vorschläge, was man noch so ins Team nehmen könnte. Zum Beispiel Lumpy. Oder halt, mein Scaraborn war auch ganz in Ordnung. Hat sich jetzt auch keiner beschwert. Wir können hier lang. Entschuldigung, wenn ich erzähle, dann weiß ich immer nicht so recht, was ich hier mache. Ja, und es waren noch ein paar andere, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Allerdings waren es mehr als 6. Also muss ich mich entweder entscheiden, was wir noch holen. Und das wäre wahrscheinlich das Scaraborn. Oder wir machen es tatsächlich so, dass wir so 8 Pokémon oder so haben, die wir trainieren. Wie gesagt, so habe ich Pokémon auch noch nie gespielt. Dann haben wir auch mehr Auswahl, zum Beispiel in einer Pokémon-Liga oder so. Das wäre auch interessant, mal so ranzugehen. Ja, und mehr Möglichkeiten fallen mir da nicht ein. Denn aussortieren Pokémon, die jetzt schon dabei waren, möchte ich ja auch irgendwie nicht. Ich meine, ich bin immer noch von allen eigentlich überzeugt. Also Batman, ja, gerne. Dragoran am Ende auch gerne. Aber es ist ein Anfangs-Pokémon. Das zieht man immer so bis zum Ende durch. Aber theoretisch könnte man es tatsächlich rausschmeißen. Bluebella wäre cool. Ja, mit Nidorino ist auch so eine Sache. Denn Nidoking ist cool, tatsächlich, aber naja, wenn ich es erst nach Kanto entwickeln kann, ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht nehmen wir auch Nidorino raus und setzen das erst in Kanto ein oder so. Das könnte man natürlich auch machen, dass wir hier in Johto ein Team haben und in Kanto mit einem neuen Team starten. Ja doch, die Idee... Entschuldigt, falls euch das Brainstormen jetzt hier so ein bisschen stört nebenbei, aber ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Für Johto ein Team und für Kanto das nächste.
Also es kann natürlich auch welche aus dem Johto-Team geben, die dann im Kanto-Team später sind, aber theoretisch finde ich das echt eine ganz gute Idee. Was haltet ihr denn davon? Wollen wir das so machen? Dann wäre auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Abwechslung im Let's Play. Also dann könnte ich zum Beispiel hier noch ein paar aussortieren erstmal, die dann erst im Kanto-Team zum Einsatz kommen. Zum Beispiel Nidorino. Das brauchen wir ja im Moment eigentlich noch nicht. Ja, und so ein paar andere können wir uns dann zusammenstellen vielleicht noch. Das wäre doch auf jeden Fall mal eine Idee und ich glaube, ich finde die ziemlich gut. Aber wenn ihr die natürlich total scheiße findet, ab in die Kommentare damit. Dann lassen wir den Mist einfach. Dann könnte man nämlich auch andere coole Pokémon noch mit reinnehmen, wie Hundusta zum Beispiel. Das wäre auch noch ziemlich cool. Ich glaube, es gibt ein Hundusta sogar hier, wo wir gerade sind, aber nur bei Nacht. Und wir haben es auch noch nicht gesehen, ne? Dann brauchen wir eigentlich nicht gucken. Ich weiß auch nicht, wo wir es irgendwann mal sehen. Aber da wir in diesem Part bisher nichts Produktives gemacht haben und wahrscheinlich auch nicht mehr machen werden, ändere ich jetzt einfach mal. Nee, Moment mal. Die Steuerung ist gar nicht. Also, dass ich immer die Steuerung falsch drücke, sondern ich habe sie tatsächlich so eingestellt. Und ich habe jetzt hier bloß die falsche Steuerung ausgewählt. Aha, das kann natürlich sein. Dann stelle ich das gleich um nach dieser Aufnahme. Und Drago, du kommst mal hier hin. Also ich habe auch nachgeschaut, wo man den EP-Teiler bekommt und das dauert noch ein ganzes Weilchen. Glaube ich jedenfalls, dass es noch ein Weilchen dauert. So, wir sprechen mal mit euch. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer. Sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Oh, gut, dass wir mit dir gesprochen haben. Dieser Mann hat immer sein Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa, ein Monosynchronschwimm-Pokémon zu besitzen? Monosynchronschwimm-Pokémon. Holy shit. Die Kimono Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Was für eine schöne Weisheit. Und ich denke, mit dieser Weisheit beenden wir auch den Part. Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach, Leute. Wenn man etwas liebt, dann kann man es auch schaffen. Bis dann!